natürlicher Klimaschutz. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Fühlen sich alle soweit, die hier sind, fähig, die Debatte zu starten? Dann machen wir das jetzt. Und als erstes erhält das Wort Dr. Jan-Niklas Gesenhus für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, brennende Wälder, überschwemmte Dörfer, vertrocknete Felder. Wir alle kennen diese Bilder. Und ich kann für mich sagen und wahrscheinlich für alle Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus, hoffentlich, ich kann und will mich an diese Bilder nicht gewöhnen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir alles dafür tun, die Klimakrise zu bekämpfen und eben nicht, wie Friedrich Merz das meint, dass er gesagt hat, wir würden es übertreiben mit dem Klimaschutz. Das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen mehr tun für den Klimaschutz, wenn wir solche Horrorszenarien in Zukunft abwenden wollen, meine Damen und Herren. Und die wichtigste Verbündete für den Klimaschutz, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die Natur, weil Moore, Wälder, Auen, intakte Feuchtgebiete riesige Mengen von CO2 einspeichern können. Und deswegen sagt auch der Weltklimarat, wir müssen 50% der Ökosysteme weltweit renaturieren, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Und in Deutschland, wenn wir mal auf Deutschland gucken, dann könnten wir 50 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr weniger ausstoßen, wenn wir alle unsere Moore renaturieren würden. 50 Millionen Tonnen CO2 könnten wir einsparen. Diese Aufgabe ist so riesig, das duldet keinen weiteren Aufschub. Deswegen müssen wir das jetzt angehen. Also, wir erreichen unsere Klimaziele nicht gegen die Natur, sondern nur mit der Natur. Und das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz der Bundesregierung ist ein riesengroßer Meilenstein, Klimaschutz und Naturschutz gemeinsam voranzubringen. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass das Kabinett dieses Aktionsprogramm auf den Weg gebracht hat. Es ist auch deswegen ein Riesenmeilenstein, weil es das größte Programm dieser Art ist, das größte Programm für Naturschutz und natürlichen Klimaschutz seit Jahrzehnten. Und ich stimme dem NABU-Präsidenten Jörg Andreas Krüger absolut zu, wenn er sagt, mit diesen Mitteln, mit den 4 Milliarden Euro, mit denen das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz hinterlegt ist, mit diesen Mitteln ist eine echte Zeitenwende für den Naturschutz in Deutschland möglich. Das Gute ist, ja, Frau Weisgerber, darauf komme ich jetzt. Das Gute ist, dass das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz konsequent auf Mehrfachnutzen abzielt. Ja, wir tun was für den Naturschutz, aber wir tun vor allem auch was für den Klimaschutz. Und wir tun auch was für die Klimaanpassung, weil gerade intakte Ökosysteme große Mengen von Wasser auch einspeichern können, um vorzusorgen für Dürreperioden. Und gerade intakte Auen wirken tatsächlich wie ein Schutzschild, auch bei Extremwetterereignissen, bei Starkregen zum Beispiel. Deswegen tun wir eben was für den Klimaschutz, für den Naturschutz und eben auch für die Klimaanpassung mit diesem Aktionsprogramm und eröffnen viertens auch noch wirtschaftliche Chancen, gerade für unsere landwirtschaftlichen Betriebe, weil es sehr viele Förderprogramme auch in diesem Aktionsprogramm gibt, gezielt für die landwirtschaftlichen Betriebe. Und ich freue mich darauf, dass wir das gemeinsam mit unserer Landwirtschaft umsetzen. Was wir jetzt tun müssen, ist, dass wir zügig diese 4 Milliarden Euro auch in die Fläche bekommen, damit Kommunen, ich habe es angesprochen, landwirtschaftliche Betriebe, aber auch Unternehmen und Naturschutzverbände jetzt zügig in die Projektumsetzung kommen können. Deswegen brauchen wir jetzt auch die Förderrichtlinien. Und ich freue mich wirklich sehr darauf, mit diesen 4 Milliarden Euro richtig einen großen Wurf zu leisten für den Klimaschutz und für den Naturschutz in Deutschland. Herzlichen Dank. Als nächstes erhält das Wort Dr. Anja Weisgerber für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Ökosysteme wie zum Beispiel Wälder, Böden und Moore leiden schon jetzt unter dem stattfindenden Klimawandel. Gleichzeitig sind sie Teil der Lösung im Kampf gegen den Klimawandel, denn sie entziehen als natürliche Klimaschützer der Atmosphäre CO2 und speichern es. Deshalb spielte der natürliche Klimaschutz auch im Klimaschutzprogramm 2030, das wir in der Großen Koalition schon 2019 auf den Weg gebracht haben, eine wichtige Rolle.
Gegen eine Weiterentwicklung des natürlichen Klimaschutzes ist selbstverständlich auch grundsätzlich nichts einzuwenden, werte Kolleginnen und Kollegen von den Ampelfraktionen. Das, was die aktuelle Bundesregierung aber jetzt verabschiedet und auf den Weg gebracht hat, ist noch reichlich unkonkret. Und es ist schon jetzt klar, und wir haben es gerade auch schon in der Rede von Herrn Gesenius gehört, dass es vielmehr um ein Naturschutzprogramm zur Wiederherstellung der Natur unter dem Deckmantel des Klimaschutzes geht, meine Damen und Herren. Verehrte Kolleginnen und Kollegen der Ampelfraktionen, Sie müssen auch aufpassen, dass Sie mit dem Aktionsprogramm dem Klimaschutz keinen Bärendienst erweisen. Während der Landwirtschaft aus Naturschutzgründen immer mehr Flächen entzogen, führt das auch dazu, dass mehr Nahrungsmittel importiert werden müssen. Das bedeutet, dass unsere Lebensmittel dann einen höheren CO2-Fußabdruck hätten, als wenn wir regionale Erzeugnisse auch voranbringen. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Ampelfraktionen, das können Sie doch aus Klimaschutzgründen auch nicht wollen. Und ich frage mich, welchen Mehrwert ein Kompetenzzentrum für natürlichen Klimaschutz haben soll und was genau seine Aufgaben sind. Es gibt doch bereits jetzt das Bundesumweltministerium, das Bundeslandwirtschaftsministerium und das Umweltbundesamt. Zudem werden über die Kommunalrichtlinie bereits jetzt Klimamanager gefördert. Das haben wir auch sehr unterstützt und auch wirklich immer wieder vorangebracht, weil diese Klimamanager vor Ort für mehr Klimaschutz sorgen. Und jetzt soll es auch noch Klimaanpassungsmanager geben. Anstatt andauernd Doppelstrukturen zu schaffen, sollten wir uns doch wirklich dem Kern der Aufgabe widmen, nämlich dem Klimaschutz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und hier muss ich sagen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, bin ich zunehmend irritiert, wie die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen in Sachen Klimaschutz agieren. Von einer selbsternannten Klimaregierung hätte ich eindeutig mehr erwartet. Der Koalitionsausschuss hat beschlossen, die Sektorziele des Bundesklimaschutzgesetzes, das wir auf den Weg gebracht haben, aufzuweichen. Und es ist schon bemerkenswert, dass das effektivste Kontrollinstrument, für das wir auch von den Umweltverbänden wirklich entschieden gelobt wurden, dass dieses effektivste Kontrollinstrument mit grüner Beteiligung, sehr geehrte Frau Kollegin Badum, jetzt aufgeweicht werden soll. Das ist doch verkehrte Welt. Und um eines gleich vorwegzunehmen: In unserer Regierungszeit wurde das Klimaziel 2020 erreicht, und zwar nicht vor allem wegen Corona, sondern vor allen Dingen wegen unserer Instrumente, Anreize statt Verbote, der CO2-Bepreisung, die wir jetzt in Deutschland einführen und auf europäischer Ebene mehrheitsfähig gebracht haben, und Förderprogrammen, dass wir eben auch mit den Einnahmen aus der CO2-Bepreisung Klimaschutz voranbringen. Mit der Politik der aktuellen Bundesregierung droht hingegen, dass die Akzeptanz für den Klimaschutz absolut verloren geht. Im Heizungsbereich und im Verkehr Verbote statt Anreize, keine Klarheit für die Förderung und keine wirkliche Technologieoffenheit. Schade für den Klimaschutz in unserem Land. Wie werden die Politik der Bundesregierung weiterhin sehr kritisch begleiten. Darauf können Sie sich verlassen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die SPD-Fraktion Dr. Lina Seitzel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir schützen das Klima, wenn wir mit E-Bussen statt mit Dieselauto fahren, wenn wir Industriestrom mit grünem Wasserstoff anstatt mit Kohle erzeugen oder wenn wir Wärmepumpen statt Ölheizung in Neubauten einbauen. Wir schützen aber auch das Klima, wenn wir das nutzen, was uns die Natur bietet. Intakte Wälder oder vernässte Moore, Flüsse und Meere sind natürliche CO2-Speicher. Umgekehrt werden sie zu Kohlenstoffquellen, wenn sie abgeholzt oder trockengelegt werden. Die ganzen erstgenannten Maßnahmen unterstützen wir zum Beispiel durch Dinge wie das 49-Euro-Ticket, der Ausbau von Erneuerbaren oder Wasserstoff, das Gebäudeenergiegesetz, Klimaschutz durch intakte Ökosysteme. Das ist dagegen der Schwerpunkt des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz, über das wir hier debattieren.
Das Programm ist aus mehreren Gründen ein Meilenstein für Deutschland. Erstmal auch aufgrund seiner Größe. Wir haben noch nie so viel Geld in intakte Ökosysteme investiert. 4 Milliarden Euro stehen bis 2026 zur Verfügung. Das ist eine große Summe, die jetzt möglichst zeitnah und zielgerichtet in die Fläche gebracht werden müssen, zusammen mit den Kommunen, den Verbänden und Initiativen vor Ort. Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz weicht auch das Spannungsfeld zwischen Klima und Umwelt auf. Klima- und Naturschutz konkurrieren nicht miteinander, sondern sie bedingen sich gegenseitig. Deswegen können die Klimakrise und die Biodiversitätskrise auch nur gemeinsam bekämpft werden. Mit dem ANK werden sowohl CO2 eingespart als auch zerstörte Ökosysteme in einen guten Zustand gebracht. Das Aktionsprogramm trägt auch dazu bei, dass wir unsere Ziele oder unsere Zusagen bei internationalen Abkommen erfüllen können, sowohl im neuen Rahmen für den Schutz der globalen Biodiversität als auch in der EU-Biodiversitätsstrategie ist der Schutz von 30% der Landes- und Meeresflächen festgeschrieben. Und ja, je nach Datengrundlage stehen bereits jetzt etwa 20-30% der Flächen in Deutschland unter Schutz. Doch das bedeutet lange nicht, dass diese Flächen ihre positive Wirkung auf Artenvielfalt und Ökosysteme entfalten können, denn leider ist die Qualität der Schutzgebiete sehr unterschiedlich. Deswegen ist es gut, dass durch das ANK die bestehenden Schutzgebiete qualitativ aufgewertet werden. Dabei geht es sowohl um den Natur- und Artenschutz als auch um Klimaindikatoren, die in das Schutzgebietmanagement integriert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viele verschiedene Handlungsfelder sind im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz aufgelistet. Jetzt geht es um die schnelle Umsetzung. Mit dem Kabinettsbeschluss und der Einstellung der Mittel im Klima- und Transformationsfonds ist das Programm auf den Weg gebracht worden. Damit das Geld aber jetzt schnell in der Fläche ankommt, braucht es Klarheit über die Förderrichtlinien, ausreichend Personal in den Naturschutzbehörden und Unterstützung für die Projektträger vor Ort. Dann wird das Programm zu einem Erfolg. Für die AfD-Fraktion erhält das Wort Jürgen Braun. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Man hat manchmal den Eindruck, die Ampelregierung halte es für ihre dringlichste Aufgabe, den deutschen Politjargon zu bereichern. Anders lässt sich die Flut an Wortneuschöpfungen nicht erklären, mit denen die Ampel Monat für Monat um sich wirft. Nach der feministischen Außenpolitik und der feministischen Entwicklungspolitik kommt jetzt auch noch der sogenannte natürliche Klimaschutz. Was also soll dieser neue natürliche Klimaschutz sein? In der Unterrichtung erklärt uns die Ampelregierung, er umfasse Maßnahmen zum unmittelbaren Schutz, zur Stärkung und zur Wiederherstellung von Ökosystemen. Der natürliche Klimaschutz schafft beispielsweise Retentionsräume als Schutz vor lokalen Überschwemmungen nach Starkregenergüssen. Das hört sich alles schön an, ist aber keineswegs eine Erfindung der Ampel oder gar der Grünen, denn all das betrieben schon die Ingenieure des 19. Jahrhunderts, wie Johann Gottfried Tuller, der den Oberrhein begradigt hat. Natürlicher Klimaschutz ist also alter Wein in neuen Schläuchen, Ausgeburt des Tourette-Syndroms der Grünen, die überall zwanghaft den Begriff Klima unterbringen müssen. Statt natürlicher Klimaschutz hätte man auch einfach Naturschutz sagen können. Und die Gründer der AfD haben sich übrigens schon für Naturschutz stark gemacht, als es die Grünen noch gar nicht gab. Denn der Naturschutz ist ein urkonservatives Anliegen. Aber wer von Naturschutz spricht, der darf von der massiven Zerstörung von Biotopen durch Windindustrieanlagen nicht schweigen. Das ist sogar dem zwangsfinanzierten MDR nicht entgangen. Zitat: Das, was für das Klima gut sein soll, muss nicht automatisch auch für den Naturschutz gut sein. Sehr richtig. Mit dem von der Ampel finanzierten, völlig irrationalen Ausbau der Windkraft ist der Weg frei für ungebremste Waldrodung, Flächenversiegelung und Artensterben. Sogar das staatsfinanzierte Helmholtz-Institut für Umweltforschung gibt zu, dass inzwischen fast 20% der deutschen Windindustrieanlagen in Schutzgebieten liegen. Es kommt die noch immer völlig ungeklärte Frage nach dem Recycling der gigantischen Windräder hinzu.
Aus Ihren Fehlern hat die Ampel aber keineswegs gelernt. In Ihrem Aktionsplan schlägt sie allen Ernstes als Moorschutzmaßnahme vor, Moorböden mit Photovoltaikanlagen zu bestücken. Fazit: Naturschutz geht allemal anders. Die Grünen waren aber niemals an Naturschutz interessiert, sondern einzig und allein an der Enteignung der Bürger und natürlich an Selbstbereicherung. Ein kurzer Blick in die Personalpolitik der grün geführten Ministerien. Statt sie vorschriftsmäßig auszuschreiben, hat Wirtschaftsminister Habeck 9 Führungspositionen in seinem Ministerium eigenhändig besetzt. 2 seiner Staatssekretäre sind sogar miteinander verwandt. Staatssekretär Kellner ist der Ehemann von Staatssekretär Greichens Schwester. Darüber berichten freiheitliche Medien wie Tichys Einblick seit einem Jahr. Und jetzt spricht schon der Fokus vom Habeck-Clan. Solche Verhältnisse kennen wir sonst nur unter sogenannten Westasiaten in Berlin-Neukölln. Das Perfideste ist aber, dass eben diese Staatssekretäre Habecks ihres Heizungsverbot konzipiert haben. Während man sich in den grünen Ministerien gegenseitig lukrative Pfründe zuschanzt, enteignet man den hart arbeitenden Bürger, indem man ihn zum Kauf von Wärmepumpen zwingt. Also, lieber Ampel, bevor Sie Aktionspläne zum sogenannten natürlichen Klimaschutz vorlegen, widmen Sie sich erstmal einem Aktionsplan grüner Korruption, das Handwerk legen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie noch mal daran erinnern, dass nach der nächsten Rednerin die namentliche Abstimmung endet. Nur für den Fall, dass irgendjemand seine Stimme noch nicht abgegeben hat, auch in der Lobby, die namentliche Abstimmung endet nach der nächsten Rednerin. Und die nächste Rednerin ist Judith Skudelny für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal einen herzlichen Dank und herzliche Gratulation an Steffi Lemke. Dass wir in diesen Zeiten knapper Haushaltsführung 4 Milliarden Euro für den natürlichen Klimaschutz zur Verfügung stellen, ist ein Zeichen der Ampel, wie wichtig uns das Thema Klimaschutz und wie wichtig uns die Natur in Deutschland ist. Dass Sie es geschafft haben, das durchzusetzen, ist Ihr Verdienst. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Mit dem Aktionsprogramm schaffen wir Synergien zwischen Natur- und Klimaschutz. Wir stärken die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme und wir helfen auch dem Artenschutz in Deutschland. Frau Weisgerber, das ist richtig, weil wenn wir Lebensräume für die Natur schaffen, dann ist es doch nur umso schöner, wenn Arten sich dort erholen können und wieder ansiedeln. Das dem Programm als Vorwurf zu machen, ist widersinnig und ziemlich kleingeistig, wie ich persönlich finde. Das Programm gliedert sich in 10 Handlungsfälle. Felder, welche jeweils auf einzelne Maßnahmen heruntergebrochen sind. Und was wir besonders gut finden, ist, dass das Programm jetzt auch tatsächlich messbare Output bringen muss, damit wir die einzelnen Programme immer wieder überprüfen und verbessern können, weil dass wir mit dem Geld so viel Arten- und Natur- und Klimaschutz vor allem erreichen wollen wie möglich, ist das Ziel, das ist bei den Programmen hinterlegt. Ein besonderes Dankeschön von Seiten der FDP. Von den vielen guten Maßnahmen will ich hier eine ins Schaufenster stellen. Wir wollen eine Allianz der Freiwilligen etablieren. Mit ihnen stärken wir die Kooperation zwischen Flächeneigentümern und dem Naturschutz. Wir etablieren neue Wertschöpfungsketten wie Paludikulturen auf wiedervernässten Böden. Die Menschen vor Ort mitzunehmen, ist eines der wichtigen Anliegen, die wir haben. Mit den Aktionsprogrammen, die hier vorliegen, schaffen wir das. Das ist eine Errungenschaft und auch hierfür vielen Dank an diejenigen, die die Programme entwickelt haben. In diesem Jahr stehen 590 Millionen Euro zur Verfügung. Ein absolutes Zeichen, wo die Ampel ihre Prioritäten setzt. Klimaschutz steht ganz vorne dran. Wir gehen mit Vollgas in die Umsetzung der Programme. Wir haben es gehört. Es freut mich, ein Teil derer zu sein, die das umsetzen können. Und weil wir hier so einvernehmlich und so herausragend arbeiten, brauche ich die nächsten 2,5 Minuten auch nicht. Wir gehen lieber ans Schaffen. Vielen Dank. Das ist sehr vorbildlich.
die Zeit nicht unnötig zu füllen. Also, ich komme zurück zu Tagesordnungspunkt 23b. Ist noch ein Mitglied des im Hause anwesend, das seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich die namentliche Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die Urnen auszuzählen. Und wir werden später das Ergebnis bekannt geben. Wir fahren fort in der Debatte. Und als nächstes erhält das Wort Ralf Lenkert für die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin Lemke, ich muss Sie loben. Sie haben ein Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz mit einer Finanzierung von 1 Milliarde pro Jahr durchgesetzt. Das hat keine Umweltministerin vor Ihnen geschafft. Gut so. Aber reicht diese Milliarde? Das Bundesamt für Naturschutz schätzt, dass in Deutschland durch unsere Wirtschaft, Straßenbau und so weiter jährlich Natur im Wert von 28 Milliarden Euro verloren geht. Nun soll das Aktionsprogramm gegensteuern. Zum Beispiel durch Stärkung der Waldökosysteme. Hier werden allein für den Waldumbau jährlich 1,2 Milliarden Euro gebraucht. Auch ein naturnaher Wasserhaushalt mit lebendigen Flüssen, Seen und Auen würde jährlich 1 Milliarde Euro kosten. Schutz von Moor und Wiedervernässung bräuchte 100 Millionen Euro. Und 50 Millionen Euro sind notwendig für echte Schutzgebiete in Nord- und Ostsee. Biodiversität stärken, Vernetzen von Lebensräumen, Bodenschutz – alles notwendige Maßnahmen. Unsere Städte sollen zu Schwammstädten werden, die Starkregen für Dürreperioden speichern. All dies soll dieses Programm leisten. Diese Vorhaben unterstützt DIE LINKE. Kolleginnen und Kollegen der Ampel, egal ob Schwammstadtprojekte, natürlicher Hochwasserschutz, Waldumbau oder Bodenversiegelung, stets verweist die Koalition auf das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz und lässt dabei ihre Ministerin im Regen stehen. Wie oft wollen Sie eigentlich die gleiche Milliarde Euro noch ausgeben? Sie wecken Hoffnung bei Kommunen, bei Unternehmen, Umweltverbänden, bei Bürgerinnen und Bürgern, die Sie zwangsläufig enttäuschen müssen. Und das ist gefährlich für die Demokratie. Kolleginnen und Kollegen, als Kommunalpolitiker in Thüringen mache ich oft die Erfahrung, dass es gute Natur- und Umweltschutzprojekte und Programme gibt, die aber bereits vor Planungsbeginn scheitern, weil die Kommunen den notwendigen Eigenanteil nicht aufbringen können. Stocken Sie also die Förderprogramme auf, senken Sie den Eigenanteil auf null, das fordert DIE LINKE. Liebe Bürgerinnen und Bürger, das oberste 1% der Bevölkerung verursacht mit seinen Privatjets, Luxusjachten und seinem Lebensstil etwa 20% der Umwelt- und Klimaschäden. Die Finanzierung des Aktionsprogramms natürlicher Klimaschutz, auch über eine Vermögensabgabe für Multimillionäre, ist für DIE LINKE unverzichtbar und wäre nur gerecht. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort für die Bundesregierung die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Steffi Lemke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich vermute mal, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger in unseren Wahlkreisen am kommenden Wochenende ein verlängertes, bei milden Temperaturen nach draußen strömen werden, so sagt man bei mir zu Hause. Und das sind dann möglicherweise Flüsse, die besucht werden, Seen, die aufgesucht werden, Wälder, in denen spaziert wird, oder auch Parkanlagen in unseren Städten. Und ich denke, das zeigt, wie hoch der Stellenwert von intakter Natur auch für unsere Menschen in unserem Land sind. Deshalb ist es natürlich unsere Aufgabe, die Aufgabe des Gesetzgebers, Natur zu schützen für unsere Menschen. Aber, und das steht im Zentrum des Programmes natürlicher Klimaschutz, um eben auch einen Beitrag zu leisten, unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Das ist das Programm. Und ich bin sehr dankbar, dass der Naturschutz gerade wieder gezeigt hat in dieser Debatte, dass er auch in der Lage ist, Grenzen zu überwinden, in dem Falle Fraktionsgrenzen, weil ja doch sehr viele von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Programm loben, es unterstützen, es in ihren Wahlkreisen umsetzen wollen.
Und ich glaube, dass ich es bisher noch nicht erlebt habe, dass ein solches Programm, das wir unter meiner Federführung im Ministerium entwickelt haben, an dem ich auch als Abgeordnete schon gearbeitet habe, jetzt im Nachhinein von der CDU vereinnahmt wird. Frau Weisgerber, das fand ich ganz großartig, dass Sie gesagt haben, das, was Sie unter LULUCF, kein Mensch versteht das außerhalb des Plenarsaals, glaube ich, in Ihrem Klimaschutzprogramm drinstehen hatten, dass das eigentlich unser natürlicher Klimaschutz ist. Ich strecke Ihnen da wirklich die Hand aus. Wir sollten das zusammen machen. Es ist eine große Aufgabe. Und was mir wichtig ist, dass wir mit diesem Programm wirklich drei Ziele in einem verfolgen. Im Zentrum steht, das habe ich gesagt, der natürliche Klimaschutz. Das heißt, Kohlenstoff in unseren natürlichen Ökosystemen zu halten und auch neu einzuspeichern, eben indem wir renaturieren. Wir wissen, dass in einer renaturierten Aue, in einem Boden, der viel Wasser aufnehmen kann, Schutz gegen Überschwemmung, Schutz gegen Dürre, aber natürlich auch die Stärkung der biologischen Vielfalt funktionieren. Das heißt, es sind drei Ziele, die damit erreicht werden: Kohlenstoffspeicherung für den Klimaschutz, Schutz der biologischen Vielfalt und Vorsorge vor den Folgen der Klimakrise. Und ich denke, dass gerade dieses Ziel für alle verantwortlichen Demokraten eines der wichtigsten sein muss, dass wir auch stärker in den Blick nehmen, dass wir nicht vorbereitet sind auf das, was mit der Klimakrise in unserem Land, vor allem in der Natur, passieren wird. Wir sehen gerade in Spanien, was an schrecklicher Dürre dort die Menschen tangiert, die Landwirtschaft droht zu zerstören und damit auch politische Konflikte auslöst. Und deshalb lassen Sie uns gemeinsam dieses hervorragende Programm umsetzen, alle positiven Effekte gemeinsam nutzen. Und da, wo es Verbesserungspotenzial gibt, bin ich natürlich offen, dieses auch umzusetzen. Herzlichen Dank und Ihnen allen ein schönes Wochenende, wo auch immer Sie hoffentlich die Natur genießen können. Nächste Rednerin ist für die CDU-CSU-Fraktion Astrid Dambo. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Letzte Woche die nationale Wasserstrategie, letztes Jahr die nationale Moorschutzstrategie. Die EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur, den Null-Schadstoff-Aktionsplan und vieles, vieles mehr müssen wir auch noch umsetzen. Nun also ein Aktionsplan natürlicher Klimaschutz, und laut Papier soll es auch noch einen Aktionsplan Schutzgebiete geben. Meine Damen und Herren, wir zweifeln keineswegs die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen an. Wahr ist aber auch, wir brauchen Wasser- und Landesflächen für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen mehr Wohnraum. Industrie- und Gewerbeansiedlungen sind auch in Zukunft notwendig. Und wir brauchen Flächen für die Nahrungsmittelproduktion. Wann also, verehrte Bundesministerin, und auch wann, verehrte Kollegen der Ampel, werden Sie uns eigentlich mal eine Folgenabschätzung all dieser Strategie- und Aktionsprogramme vorlegen? Ich mache das an drei Beispielen. Bei der Moorschutzstrategie geht es um große Eingriffe in die Landschaft, in Landschaft und Wasserhaushalt ganzer Regionen. Landwirtschaftliche Flächen werden damit aus der Nutzung genommen. Und in Eigentumsrechte und auch in Kulturleistungen von Generationen wird massiv eingegriffen. Wann erklären Sie den Landeigentümern und Bewirtschaftern eigentlich genau, was auf sie zukommt und was sie zu erwarten haben? Mit Ihren vielen Aktionsplänen stiften Sie zunehmend Verwirrung, ohne dabei Problemstellungen wirklich zu lösen oder Zielkonflikte zu befrieden. Nehmen wir das Thema Erhaltung und Wiederaufbau von Salzwiesen. Für die Sicherheit der Menschen in meinem Wahlkreis ist aktiver Küstenschutz und damit auch ein Eingriff in die Natur wirklich entscheidend. Dadurch entsteht aber auch zwangsläufig ein Interessenkonflikt mit den Schutzzielen in diesem Nationalpark. In Ihrem Programm bieten Sie dazu, außer Dialogen, die übrigens schon lange stattfinden, überhaupt nichts, aber auch gar nichts an. Bei der mobilen, grundberührenden Fischerei und der CO2-Speicherfähigkeit des Meeresbodens reden Sie von Ausschlusszonen. Was heißt denn das? Ausschlusszonen für unsere Küstenfischerei oder für andere Nutzungen an unseren Küstenmeeren?
Ich könnte diese Fragestellung noch ziemlich weit weiterführen. Ich lasse es hier. Zwei Dinge will ich aber doch noch ansprechen. Die 4 Milliarden über 4 Jahre sind hier mehrfach schon angesprochen worden. Der Kollege Lenkert hat es ebenfalls, hat die Frage auch gestellt. Also ich habe langsam das Gefühl, dass Sie diese 4 Milliarden schon mehrfach verfrühstückt haben. Letzte Woche bei der nationalen Wasserstrategie wurden mir auch die 4 Milliarden entgegengehalten. Hier jetzt auch. Wie soll das weitergehen? Was machen Sie eigentlich, wenn das Geld zu Ende ist? Keine Antwort auf diese Frage. Und im Übrigen muss ich auch mal sagen, also die schreiben eine Menge Pläne und Strategien. Ist ja alles sehr lobenswert. Aber die Bürger unseres Landes und die Bürgerinnen unseres Landes erwarten, finde ich, zu Recht von Ihnen, dass es irgendwann mal losgeht. Und wir als Gesetzgeber würden auch irgendwann mal gerne wissen, welche Gesetze müssen wir eigentlich ändern, um all das, was Sie in Ihre zig Papiere geschrieben haben, umsetzen zu können. Also bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen Sie ins Handeln, ich komme zum Schluss und dann diskutieren wir die Gesetzesentwürfe, die Sie uns hoffentlich bald vorlegen werden. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort Dr. Franziska Kersten für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, meine Damen und Herren! Ich freue mich, dass das BMUV uns heute zu diesem wichtigen Thema informiert. Dass die Ziele und Maßnahmen des Aktionsprogramms natürlichen Klimaschutz sinnvoll sind, ist unstrittig. Wenn wir bis 2045 Klimaneutralität erreichen müssen, dann erreichen wollen, dann müssen wir unsere Moore wirklich wieder vernässen. Wir haben da durchaus aktuell 7% unserer CO2-Emissionen auf die Moore zurückzuführen. Und Wiedervernässung ist auf jeden Fall der erste Schritt, der notwendig ist. Wir müssen unsere Wälder, frei fließenden Flüsse und Auen schützen und auch wiederherstellen. So fördern wir Biodiversität, schützen uns vor Naturkatastrophen wie Dürren und Überschwemmungen und, jetzt ist eine kleine Ergänzung zur Ausführung von Frau Ministerin, schaffen auch neue Absatzmärkte für Paludikulturen, zum Beispiel als Baustoffe oder auch für die Automobilindustrie. Die Frage ist also nicht das Was, sondern das Wie. Mir ist ganz besonders darauf zu sagen, dass wir müssen Flächen sichern. Laut Koalitionsausschuss wollen wir ein Flächenbedarfsgesetz erarbeiten. Man könnte es auch Klimaschutzbedarfsgesetz oder Naturschutzbedarfsgesetz. Im Prinzip ist es so, dass ohne Fläche geht nichts. Wir müssen Flächen sichern. Was sollten wir bei der Erstellung dieses Gesetzes beachten? Was einige von Ihnen wissen, ich war Geschäftsführerin einer gemeinnützigen Landgesellschaft Sachsen-Anhalt und wir sollten mit den Erfahrungen dieser Landgesellschaften, Landschaftspflegeverbänden und Flächenagenturen wirklich umgehen und die in diesem Prozess sinnvoll nutzen. Flächen sind insbesondere wichtig für Moorwiedervernässung. Moore sind hydrologische Körper. Wenn wir irgendwo Wasser hineinleiten, dann fließt es in den ganzen Moorkörper und nicht nur in die Fläche, die wir bearbeiten. Wir brauchen also gesamte Gebiete zur Wiedervernässung. Dafür müssen Flächentausch und Flächenkauf möglich sein, um möglicherweise weichenden Landwirtinnen und Landwirten auch Flächen anbieten zu kommen. Und ein Hinweis an Frau Weisgerber ist schon weg. Dann ist die Ernährungssicherheit, da würde ich andere Themen aufmachen. Da sollten wir vielleicht erstmal den Wegwerfen von Lebensmitteln, die vielleicht gar nicht mehr notwendig wären, anzuschauen, um da nicht auf die Moorverletzung zu verzichten. Für Ostdeutschland sehe ich große Chancen in den BVVG-Flächen. Das sind die ehemaligen volkseigenen Flächen der DDR. Und die sollten wir vielleicht für Flächentausch nutzen. Um tiefer in das Thema einzusteigen, würde ich Ihnen empfehlen, die Rede vom gestrigen Abend über BVVG-Flächen, da können wir uns da noch drüber zu unterhalten. Da diese Flächen dem Bund bereits gehören, ist eine schnelle Umsetzung von Pilotprojekten möglich. Dazu müssen wir auch wissen, wo eigentlich Moorflächen sind und ob sich eine Wiedervernässung dort lohnt. Deshalb sollten im ANK auch die sogenannten Karten gefördert werden. Wir müssen auch eine Bewertungsmatrix entwickeln, mit der wir die Emissionsminderung bilanzieren können, um auch mehr oder weniger da finanzielle Erfolge für die jeweiligen Flächeneigentümer zu fördern. Wenn wir Flächen und Karten haben, geht es an die Umsetzung der Projekte durch Kommunen, Naturschutzverbände und andere Akteure. Und da sehe ich auch keinen Widerspruch. Man kann natürlich Klimaschutz und Naturschutz miteinander verbinden, wenn man da sinnvoll und konsistente Programme aufstellt. Wie können wir diese 4 Milliarden sinnvoll einsetzen und schnell in die Fläche bekommen? 4 Milliarden sind eine völlig neue Größenordnung im Umweltschutz. Das hatten wir noch nie. Und es handelt sich auch um große Projekte. Der 10-prozentige Eigenanteil eines Millionenprojektes kann so schon mehrere hunderttausend Euro kosten. Und da muss ich meinem
Kollegen Herrn Lenkert vielleicht recht geben. Ich plädiere dafür, in besonderen Fällen auch eine Vollfinanzierung zu ermöglichen und außerdem das Zuwendungsrecht wirklich möglichst flexibel zu gestalten. Am allerwichtigsten, und das ist mein letzter Punkt, Förderrichtlinien insbesondere zur Moorvernässung müssen jetzt endlich kommen. Meine Fraktion und ich nehmen dieses Thema sehr ernst, und wir werden die Arbeit des BMUV weiter eng begleiten. Nächster Redner ist Volker Meyer-Ley für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, da ist es, das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das man übrigens auch getrost als Aktionismusprogramm bezeichnen könnte. Wir finden hier wirklich nicht viel Neues, sondern eigentlich nur die Zusammenfassung von bereits bestehenden Strategien und die Ankündigung zur Bewertung von möglichen Vorhaben. Und sämtliche gut gemeinten Vorschläge in Ihrem Programm sind am Ende doch ziemlich unkoordiniert. Und in der Breite bleibt Ihr Konzept sehr, sehr einseitig und befasst sich, es wurde schon angesprochen, nicht einmal ansatzweise mit den großen Zielkonflikten, die dahinter stehen. Denn wichtiger und guter Klimaschutz, der darf doch nicht ausgespielt werden gegen andere wichtige Dinge in diesem Land, meine Damen und Herren. Wenn ich mir allein den Abschnitt zu den Siedlungs- und Verkehrsflächen anschaue, dann sieht man doch schon jetzt, dass es zu einer riesigen Flächennutzungskonkurrenz kommen wird, insbesondere bei den Gemeinden, aber auch in der Landwirtschaft. Wie sollen sich denn die Kommunen überhaupt noch entwickeln können? Wo soll Wohnraum entstehen? Wo sollen Gewerbe und Arbeitsplätze ihren Platz haben, wenn die Gemeinden weitere Naturoasen auf bereits bebauten Grund schaffen sollen? Mit den begrenzten Flächen haben die Kommunen doch sowieso schon viel zu wenig Möglichkeiten, und jetzt sollen sie sogar noch Flächen freimachen. Das ist aus meiner Sicht weltfremd und wird den Wirtschaftsstandort Deutschland weiter schwächen, meine Damen und Herren. Aber gut. Dass diese Bundesregierung die Deindustrialisierung unseres Landes vorantreibt, das ist inzwischen nicht mehr überraschend, sondern ist ja so langsam jedem klar. Dass sie aber gleichzeitig noch einen wahren Kreuzzug gegen einen ganzen Berufsstand, nämlich die heimische Landwirtschaft, begonnen haben, das ist rücksichtslos und durch nichts zu rechtfertigen. Wir sehen doch, wie gefährlich Abhängigkeiten von anderen Ländern sind. Da sollten wir doch eigentlich unsere Landwirte stärken. Durch ihre einseitige Klimapolitik zerstören sie aber Familienbetriebe und ganze Existenzen. Die Bauern in unserem Land werden immer mehr bedrängt, durch die Hintertür enteignet und zum Sündenbock gemacht. Hören Sie doch bitte auf damit. Ich möchte meinen fleißigen Bauern zu Hause gerne sagen können, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchen, dass die Politik hinter ihnen steht und sie unterstützt, denn nichts anderes haben die verdient. Vielen Dank. Und der letzte Redner in dieser Debatte ist Helmut Klebank für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Meyer-Ley. Flächenkonkurrenzen sind keine Neuigkeit. Wir erleben sie überall in diesem Land, in den Städten wie auf dem Land. Und dass wir in so einer misslichen Situation sind, Klimakrise, Massenaussterben, hat natürlich maßgeblich mit unseren Eingriffen zu tun und nicht mit der Natur an sich. Das heißt, wir sind diejenigen, die durch unsere Eingriffe es verursacht haben. Und wir müssen jetzt, sehr geehrte Frau Damrow, wir müssen jetzt eingreifen, um bestimmte Dinge wieder rückgängig zu machen, um diesen Planeten zu retten und unsere Lebensgrundlagen zu retten. Intakte Ökosysteme, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind ein unverzichtbarer Beitrag zum Klimaschutz. Intakte Ökosysteme speichern in großer Menge CO2. Deswegen braucht der Naturschutz Beschleunigung. Und er braucht, ich sage auch das ausdrücklich, Vorrang. Überall da, wo es sinnvoll ist, wo wertvolle Flächen zu schützen sind. Und wir haben ja beispielsweise bei der Photovoltaik und bei der Windkraft gesehen, dass Vorrangregelungen durchaus möglich sind, entlang von Autobahnen, Photovoltaik, warum nicht entlang von Flüssen, Naturschutzflächen. Das wäre mal ein echter Fortschritt. Wir müssen also Ökosysteme erhalten, ertüchtigen und auch neue Flächen zulassen. Wir brauchen, Achtung, Herr Braun, neue Wortschöpfung, einen neuen Booster für den Naturschutz. Und dieses ANK ist ein Naturschutzbooster. Nehmen Sie das in Ihre Liste bitte auf. Ein Naturschutzbooster haben wir hier.
Die IPCC-Berichte sagen ja, wiederholt negative Emissionen sind notwendig. Dem kann man kaum widersprechen. Aber natürliche Kohlenstoffsenken haben vor den technischen einige sehr wesentliche Vorteile. Beispielsweise haben sie nicht die mit den technischen Lösungen verbundenen Risiken. Es sind risikofreie Kohlenstoffsenken. Die Schlüsselrollen liegen bei Gewässern und Böden. Auch das haben wir schon gehört. Wälder, Auen, Gewässer, Moore, gesunde Böden, auch in der Landwirtschaft, Herr Meierlei, sind ein wesentliches Element. Der Vielfachnutzen intakter Ökosysteme wird meistens, ehrlich gesagt, etwas unterbelichtet dargestellt. Ich will es noch mal aufzählen. Intakte Ökosysteme fördern die Biodiversität. Sie sind aktive Kohlenstoffspeicher, ohne dass wir sie betreiben müssen. Sie dienen dem Hochwasserschutz. Sie dienen der Klimafolgenanpassung. Eine völlig entwaldete Fläche hat eine bis zu 8 Grad Celsius höhere Oberflächentemperatur als ein intakter Wald. Sie dienen der Wasserspeicherung und der Grundwasserneubildung. Und sie haben einen wirtschaftlichen Nutzen, ich sage nur Holzwirtschaft, Landwirtschaft oder für die Fischerei. Alles zusammen aber, und das ist nochmal dann sozusagen die Zusammenfassung der Antwort, alles hängt aber von den Flächen ab, die wir zur Verfügung stellen oder die wir eben nicht zur Verfügung stellen. Deswegen sind die Flächen so wichtig. Wir brauchen für die Umsetzung Tempo, wir brauchen die Fördermaßnahmen, wir brauchen die Flächen. Dabei sind die Fachleute, die Praktiker, die das Ganze ja umsetzen müssen, durchaus in einer schwierigen Situation. 4 Milliarden Euro ist kein Klacks, eine völlig neue Dimension. Deswegen die herzliche Bitte, insbesondere an das Umwelt, aber vor allen Dingen auch an das Finanzministerium, geben Sie die Förderrichtlinien möglichst schnell frei, damit wir in die Umsetzung kommen. Das ist die wesentliche Voraussetzung. Und hier noch ein Wort zum Eigenanteil. Wenn man einfach mal rechnet, so eine Eigenanteilquote von 10%, das wären 400 Millionen Euro Eigenanteil, die zu erbringen wären. Ich halte das für vollkommen ausgeschlossen. Also 100% Förderung müssen meines Erachtens möglich sein. Abschließend noch ein kleiner Werbeblock. Sie alle, wir alle können etwas tun für den natürlichen Klimaschutz. Wir alle können in unseren Wahlkreisen nämlich schauen, wo haben wir Möglichkeiten, Flüssen mehr Platz einzuräumen. Wo haben wir Platz und Flächen für die Renaturierung von Auen, für die Wiedervernässung von Mooren oder auch ein wichtiges Beispiel für die Beseitigung überflüssig gewordener Querbauwerke in Flusssystemen und vieles mehr. In diesem Sinne lassen Sie uns anpacken. Vielen Dank und schönes Wochenende. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 6344 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir das so. Ich komme zurück zum Protokoll des von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelten Ergebnisses der namentlichen Abstimmungen der zweiten Beratung über den Gesetzentwurf der Abgeordneten Carsten Hilse, Steffen Kotré, Dr. Rainer Kraft, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD. Entwurf eines 20. Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes, Drucksachen 20-6189 und 20-6573. Abgegebene Stimmkarten 617, mit Ja haben gestimmt 64, mit Nein haben gestimmt 553, Enthaltungen keine. Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt und damit entfällt nach der Geschäftsordnung die weitere Beratung. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir